Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Heute möchten wir eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar wurden wir gefragt, wie oft erhalten Sie als Händler eigentlich gefälschtes Gold? Denn das ist ja eine berechtigte Angst, die viele mit sich tragen oder auch viele haben. Wenn ich Gold kaufe, kann ich denn sicher sein, dass es echtes Gold ist? Und ich muss Ihnen ehrlich eingestehen, wir haben bis heute noch nie eine Fälschung bekommen. Ja, damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet, woran das liegt. Da können wir jetzt ein bisschen dem Ganzen auf die Schliche gehen, denn wir als Edelmetallhändler, gerade mit unserem YouTube-Kanal, reden auch regelmäßig über unsere Prüfkriterien und über Sicherheitsmerkmale. Und es ist eben so, dass wir jede Münze, die wir ankaufen und jedes Produkt, das wir in die Hände bekommen, natürlich auf Echtheit prüfen. Ja, dazu haben wir Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes als diese Echtheitsprüfungen machen. Und natürlich eine lange Erfahrung mitbringen vor allem und diese lange Erfahrung auch entsprechend ummünzen, wenn sie eine Münze sehen, dass sie direkt abschätzen können, okay, ist hier eine Fälschung dazwischen oder eben nicht. Da wir diese Prüfungen auch ankündigen und entsprechend vornehmen, ist es so, dass natürlich niemand einen gefälschten Goldbarren nimmt und den zu uns schickt und dann sein Geld haben möchte, zumindest nicht im Wissen. Und deswegen sage ich, wir haben bis heute noch nie eine Fälschung bekommen. Es ist aber durchaus bei einigen Händlerkollegen schon passiert und wir haben bei der Kriminalpolizei in Karlsruhe eine Schulung besucht, das war im letzten Jahr und zwar fand die statt in der Münzprägestätte oder in der Münze Karlsruhe, wo entsprechend auch die Euro-Münzen produziert werden. Und dort hat ein Kriminalpolizist uns erklärt, welche Situationen der Kripo speziell vorliegen und welche Münzen am häufigsten gefälscht werden. Und da waren ganz klar Barren, wie die Perth-Mint-Barren oder auch Krügerrand dabei, weil es eben die bekannteren Stücke sind, auch die China Pandas oftmals. Nur da war es wirklich so, die wir gesehen haben, waren zum Großteil offensichtlich und schlecht gefälscht. Ja? Und wenn man dann aber den ganzen Weg nachverfolgt hat und sich angesehen hat, wo kommen die Barren her, waren es zu 90% Quellen wie eBay, eBay-Kleinanzeigen, Plattformen in Asien. Ich möchte jetzt gar keine großen Tipps geben, wo man sowas beziehen kann, aber wer ein bisschen recherchiert im Internet, wird da relativ schnell drauf stoßen. Und das ist eben der Knackpunkt, warum oftmals Fälschungen in den Umlauf kommen. Wir haben bis heute keine gehabt. Ich bin sehr glücklich darüber und wir werden auch alles dafür tun, dass es der Fall bleibt. Natürlich können wir das nicht beeinflussen, wenn uns jemand was einliefert. Aber es ist so, dass wir an unsere Kunden immer nur neue Ware verkaufen, die wir direkt vom Hersteller beziehen. Damit sind sie sowieso auf der sicheren Seite und ich würde mich freuen, wenn Ihnen diese Informationen ebenfalls ein bisschen mehr Sicherheit gebracht hat. Lassen Sie uns doch gerne einen Daumen hoch hier oder schreiben Sie hier unten Ihre Erfahrungen rein. Haben Sie schon mal Fälschungen bekommen oder schon mal eine Fälschung gekauft? Ja, ist Ihnen sowas schon mal passiert oder haben Sie eine Münze oder einen Barren bekommen, die Sie dann weiterverkauft haben und dann sind Sie eben als der Böse hingestellt worden? All diese Themen würden mich persönlich mal interessieren. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wenn Sie eine Frage haben, rufen Sie uns gerne an und abonnieren Sie auch unseren YouTube-Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.